Also jetzt sind wir sehr tief eingestiegen in die Bibel, ja? Mit dem Thema, was uns eigentlich neu ist, was man vielleicht so noch nicht gehört hat und wo man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen muss erst, ja? Dass man das ein bisschen verstoffwechselt, sagt eine Schwester bei uns im Hauskreis immer, wenn sie was Neues hört, sagt, ich muss das verstoffwechseln, dann brauchst du da eine Woche und die Woche drauf kommt sie dann wieder mit dem Thema und hat das dann auch so gedanklich ein bisschen verarbeitet. Ja? Ich selber erwarte nicht, dass ihr das alles sofort übernehmt. Ja? Also mir ist es auch ganz lieb, Mensch, ich muss erst hier so durch. So. Mir ist es auch ganz lieb, wie der Bruder gesagt hat, ja, dass man das prüft an der Schrift, dass man sich da Zeit nimmt und das in Ruhe im Gebet einfach bewegt. Aber ich glaube, dass uns das ganz, ganz viele Perspektiven öffnen kann und auch Bibelstellen im Neuen Testament verständlich macht, die vielleicht so noch unverständlich waren. Zum Beispiel, wenn der Paulus sagt, es wird ein Ruf sein, Friede, Friede, es hat keine Gefahr und dann wird sie das Unheil schnell übereilen, wie der Schmerz eine schwangere Frau. Ja? Das ist ein Vers, den man liest, auch eine prominente Bibelstelle, wird auch oft drüber gepredigt. Aber jetzt mit der Kenntnis, dass Jerusalem in Wehen kommt und zwar abrupt und unerwartet, ja, mit dem Wissen jetzt auch an solche Bibelstellen ranzugehen, führt dazu, dass man die plötzlich ganz neu ordnen kann und auch anders und tiefer versteht. Weil man vielleicht merkt, Paulus redet hier von etwas, was mit der Wiedergeburt Jerusalems zu tun hat. Ja? Und dann ist es so, wenn Jerusalem in der Endzeit zum Glauben an Jesus kommt, dann wird das an einem ganz bestimmten Tag sein. Das wird kein Prozess sein, so wie jetzt messianische Juden zum Glauben kommen, so prozesshaft, ja, Stück für Stück, sondern dann wird das ja ein katastrophisches Ereignis für diese Stadt sein. Die wird belagert werden und die wird an einem Tag zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das steht unter anderem auch in Jesaja 66. Paulus schreibt auch davon. Es ist ein bestimmter Tag, an dem die ganze Stadt beziehungsweise die, die noch übrig sind dann in Jerusalem, zum Glauben kommen. Ja? Jerusalem hat heute 1 Million Einwohner. Ich war ganz erstaunt, dass es so viel sind, sehr viel. Ich glaube aber, wenn die Stadt, wenn Israel angegriffen wird und dann auch Jerusalem belagert wird, dass die meisten aus Jerusalem fliehen, alle die reichen Juden, die zum Teil mit eigenen Jets am Wochenende nach Jerusalem fliegen, um an der Klagemauer zu beten, Schabbat, und am Sonntag fliegen die dann wieder nach Brooklyn. Gibt's, ja, ich kenne selber auch einen. Ich hatte einen Geschäftskontakt und der ist ein sehr vermögender Mann, der flog aber Linie, der hat kein eigenes Flugzeug, der ist ein bisschen ärmere Sorte, ja, aber der ist jedes Wochenende nach Jerusalem geflogen, um dort an der Klagemauer zu beten, ja. Der war jeden Schabbat war der in Jerusalem. Aber alle, die, so stelle ich es mir vor, alle, die können, werden Jerusalem verlassen und es bleibt nur ein kleiner, armseliger Überrest in der Stadt übrig. Niemand, der kann, wird sich dort freiwillig belagern lassen. Niemand. Ja? Die werden alle weggehen. Und dieser kleine, elende Überrest, der keine andere Zuflucht hat als nur die Stadt Jerusalem, der kommt zum Glauben an Jesus. Ja? Wenn das ein Tag ist, dann entsteht noch was. Bisher haben wir für die Endzeitereignisse 2 Stichtage, nämlich den Tag der Entrückung, ja, und den Tag der Wiederkunft Christi auf dem Ölberg. Ja? Das sind die beiden Tage. Wann die sind, weiß man nicht genau. Es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu. Aber das sind 2 Tage, von denen wir in der Endzeit wissen. Mehr nicht. Wenn wir aber von dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems wissen, haben wir plötzlich 3 Stichtage. Und das ermöglicht uns plötzlich Dinge einzuordnen und zu verstehen, die vielleicht vorher nicht so einfach zu verstehen waren. Also ein Stuhl braucht mindestens 3 Beine. Ja? Ein Stuhl auf 2 Beinen geht auch, aber nicht gut. Ja? Ein Melkschemel braucht nur 1 Bein, ja? Aber da muss er schon balancieren können. Ja? Aber für einen Stuhl braucht 3 Beine. Mit 3 Beinen kann er stehen. Ja? So mit dem 3 Bein, das funktioniert. Mit 2 Beinen wackelt er immer noch. Ja? Und so stelle ich es mir vor, wir haben bisher zwei Stichtage, aber wenn wir den Tag der Wiedergeburt Jerusalems auch kennen, haben wir plötzlich 3. Und das macht die Sache natürlich erstaunlich spannend. Und mit diesem Werkzeug können wir ganz viele Türen aufschließen. Paulus sagt, ich bin eine unzeitige Geburt. Ja?
verstehen wir plötzlich, was er damit meint. Im Thessalonischer Brief hat er davon geschrieben. Überhaupt das Thema Wiedergeburt wird für uns viel plastischer und verständlicher. Dass wir überhaupt dazugehören dürfen, das ist ja was Großes, ja? Die Juden haben damals gesagt, ja gut, wir glauben jetzt an Jesus. Nach langem Hin und Her hat der Paulus uns doch überredet oder überzeugt. Aber nicht die in Athen. Die gehören nicht dazu. Und nicht die in Korinth. Das sind ja Unbeschnittene. So hat man gedacht, oder? Das sind ja Goyim. Die haben ja, da steht ja im Alten Testament davon, dass die in die dritte und vierte Generation nicht zum Volk Gottes dazugehören dürfen. Also wir Juden, die wir jetzt an Jesus glauben, schon. Und wir haben ja schon Probleme genug mit den Juden, die nicht an Jesus glauben und die uns das Leben hier in Jerusalem schwer machen. Ja, versetzt euch mal in die Situation, ja? Aber die haben nicht geglaubt, dass das Evangelium auch zu den Heiden geht. Petrus hat ein großes Problem damit gehabt, dass das Evangelium zu den Heiden geht. Den Petrus hat Gott erst auf dem Dach zeigen müssen, ja, in dieser Vision, wo dieses Tuch herabkommt und diese unreinen Tiere drin sind, ja. Und der Herr sagt zu ihm, schlachte und iss. Und Petrus sagt, Herr, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Und Gott sagt dann zu ihm, was ich rein gemacht habe, mach du nicht unrein. Und dann kommt er zum Cornelius, ja, und sieht, dass denn auf die Heiden, auf den Cornelius auch Gottes Geist ausgegossen wird. So wie auch auf die Juden, ja. Also es war für den Petrus und auch für viele aus dem Judentum sehr schwer zu verstehen, dass die unbeschnittenen Nationen auch dazugehören dürfen. Ja? Aber wir haben dazugehören dürfen. Ja? Und jetzt nach 2000 Jahren ist es für uns ganz schwer zu verstehen, dass auch die Juden noch zur Gemeinde Jesu dazugehören dürfen, am Endzeit noch ein Überrest. Ja? Ja? Wir müssen jetzt rückwärts denken und für uns ist es fast so schwierig, das zu akzeptieren, wie damals für die Urgemeinde mit Paulus das zu akzeptieren. Ja? Und das sind so Gedankengänge, die man verstoffwechseln muss und wo man vielleicht ein bisschen Zeit für braucht und der Gedanke einem am Anfang vielleicht auch neu ist, dass man sich ein bisschen damit einfach auch vertraut macht. Und ich glaube, dass ihr in eurer Bibellese an ganz viele Bibelstellen kommen werdet, wo man sagt, boah, da war doch mal was, da haben wir doch mal irgendwie am Wochenende drüber gesprochen. Ja? Und dass sich dann so nach und nach ein Bild ergibt. Und bis man sich da mal traut, so dogmatisch auch da drauf zu bewegen, das darf auch dauern. Ja? Ich freue mich über jeden, der das nachvollzieht und versteht. Für mich ist das ein großer Schlüssel, weil man plötzlich Hiskia verstehen kann, 2. Könige 19. Ja? Es ist keine Kraft, da zu gebären. Wir können den Vers jetzt verstehen. Wir verstehen, wo im Alten Testament Bibelstellen sind über die Wiedergeburt. Wir verstehen das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Wir verstehen, warum Paulus sagt, dass er eine unzeitige Geburt ist. Das sind alles, auch unser Selbstverständnis als Gemeinde Jesu aus den Heiden ist eigentlich ein ganz neues damit geworden. Also es hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Und es hat noch eine Auswirkung, womit ich euch ein bisschen jetzt auch noch beanspruchen möchte, und zwar auf das Thema dritter Tempel. Kennt ihr das Thema mit dem dritten Tempel? Seid ihr da vertraut mit? Die Juden wollen ja noch einen Tempel bauen. Wir haben schon was davon. Ja, okay. Ja, gut. Ja, die Juden wollen ja noch einen Tempel bauen. Den Tempel nennen sie den dritten Tempel. Wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann wird ja die ganze Stadt voller wiedergeborener Menschen sein, oder? Alle Juden, das sind ja wahrscheinlich orthodoxe Juden, die sonst nicht wissen, wohin, die werden in Jerusalem sein. Ich vermute 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Ganz wenige. Die anderen sind alle weg, aus dem Kriegsgebiet geflüchtet. Und die kommen zum Glauben an Jesus Christus. Ja? Dann wären die ja genauso wiedergeboren wie wir, oder? Eigentlich sogar noch mehr, habe ich eben kurz gesagt, weil denen gehört ja die Verheißung. Wir sind Gnadenwahl. Ja? Habe ich alles schon mal gesagt. Ich sage es aber zweimal, dann geht es ein bisschen besser ein. Ja? Das heißt, die sind dann auch Gemeinde Jesu. Sind die auch Priester und Könige dann in Christus geistlich? Ja. Okay, also wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass das ganze Land Israel ein heiliges Land ist und dass das ganze Land Israel aufgebaut ist wie der Tempel damals. Ja, mit einem äußeren Vorhof, inneren Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, Altar. Ja.
dann könnte man ja sagen, der Norden Israels, Ephraim, das ist der Vorhof, äußerer Vorhof, Juda, innerer Vorhof, Jerusalem, Heiligtum, Golgatha, der Altar, auf dem geopfert wurde. Wer? Christus. Dann wäre Israel tatsächlich ein heiliges Land. Ja? Also Vorhof, Heiligtum, ist ein Bild, ja? Ephraim Vorhof, der Norden Israels, Juda Heiligtum, Jerusalem Allerheiligstes und der Berg Zion, der Opferaltar. Dann hätte man ja die Stiftshütte. Ja? Das war die Stiftshütte. Kennt ihr das? Ist euch das ein Begriff? Ja, ne? Kennt ihr euch aus mit. Das würde ja bedeuten, dass Israel dann ein heiliges Land wäre, weil die ganze Stadt so aufgebaut ist wie der Tempel. Johannes sagt ja auch, misst den Tempel Gottes und die darin anbeten, aber den Vorhof lass weg, ja, denn er soll von den Heiden zertreten. Oder denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate. Ah. Jetzt stellt euch vor, Israel, das heilige Land, ist aufgebaut wie der Tempel. Und jetzt stellt euch vor, jetzt wird die Stadt Jerusalem wiedergeboren. Dann ist ja plötzlich dann Priesterschaft im Tempel. Ja, dann wäre der Tempel ja betriebsbereit. Der wahre Tempel. Ja, dann kommt Jesus bald wieder. Könnt ihr den Gedanken verstehen? Ja? Das heißt, jetzt noch haben wir den Staat Israel in so einer Rohfassung. Ich glaube, dass er zerbricht. Warum? Damit der Vorhof entsteht. Ja? Der Staat Israel bricht in den Norden und in den Süden auseinander. Dann entsteht der Vorhof und das Heiligtum. Ephraim, der Vorhof, Juda, das Heiligtum. Israel, Jerusalem, das Allerheiligste. Der Berg Zion, der Opferaltar. Und auf diesem Berg Zion wird nochmal geopfert werden. Ja? Das wäre dann, wenn die Stadt Jerusalem wiedergeboren wird, wäre dann der Tempel betriebsbereit. Das ist etwas Großes. Und damit hätte man natürlich dann auch das Thema dritter Tempel. Denn viele Pastoren und Prediger sagen ja, dass die Juden noch einen Tempel bauen. Ja, da sieht man den Altar mit den vier Hörnern und die Priester, die ganz normalen Priester, die hatten ja nur weiße Kleider an. Ja, der hohe Priester war ja sehr geschmückt. Und dann hatte Israel ein Zeltheiligtum, das haben sie in der Wüste mit sich geführt und haben dann dieses Zeltheiligtum auch immer wieder abgebaut und dann neu aufgebaut. In der Stiftshütte drin war die Bundeslade im Allerheiligsten, kennt ihr auch, ja? Christus, der Sühnedeckel, ja, aus getriebenem Gold, nicht geschmolzenes Gold auf dem Feuer geschmolzen, sondern getrieben, ja? Und unten drunter die Bundeslade aus Holz, die nur vergoldet war, ja? So wie wir auch aus Holz sind. Akazienholz kann man nichts mit anfangen, habe ich mir sagen lassen. Aber wenn es vergoldet ist, taugt es für die Bundeslade. So ist mit uns auch, ja? Mit dem Fleisch kann man nichts anfangen. Christi Gerechtigkeit wird darüber gezogen. Christi goldene Gerechtigkeit. Was für ein Adel. Was tut Gott da mit uns, ja? Das ist unfassbar, unfassbar, unfassbar. Und innen drin Gottes Wort. Wir sind gezeugt aus dem Wort. Wir tragen das Wort. Wir leben aus dem Wort. Wir wehren uns mit dem Wort. Das Wort Gottes ist in uns. Bundeslade, oder? Neues Testament, wir reden ja über alttestamentliche Dinge. Ich sage ja, wenn man das Alte Testament mit Gottes Geist liest, wird es zum Neuen Testament. Ja? Okay, das war der Tempel Herodes, vom Herodes. Ja? Und dieser Tempel vom Herodes, der ist der sogenannte zweite Tempel. Der erste Tempel war der Tempel Salomos, der ist zerstört worden von Nebukadnezar. Nach der babylonischen Gefangenschaft haben die Juden den Tempel wieder aufgebaut, aber sehr schlicht. Und dann hat Herodes den Tempel erweitert und so groß und herrlich dargestellt, wie er hier zu sehen ist. Angeblich hat er so ausgesehen. Der Herodes hat Zinnminen gehabt auf Kreta und mit Zinn konnte man aus Kupfer Bronze machen, waffenfähige Bronze. Also der war ein Waffenhändler und mit dem Waffengeld hat er diesen Tempel dann gebaut. Ja. Und jetzt gibt es viele Pastoren, die sagen, dass dieser Tempel wieder gebaut werden soll. Das Problem ist halt nur, dass der Tempel hier irgendwo gestanden haben soll und da steht jetzt halt der Felsendom. Ja? Und wenn der Felsendom abgebrochen wird,
dann vermuten viele Juden, dass der Dritte Weltkrieg anfängt. Dritter Tempel, Dritter Weltkrieg. Ja? Das ist halt ein Riesenproblem im Moment. Manche sagen aber etwas ganz anderes. Die sagen nämlich, das ist gar nicht der Tempelberg. Manche sagen, der Tempelberg, der war hier, in der Davidstadt, hier, hier vorne. Ja, und da graben sie im Moment auch 30 Meter tief und finden auch da Überreste vom davidischen Palast, Davidspalast. Das war die Davidstadt, die war hier vorne. Ja? Und hier ist die Gihon-Quelle. Das ist eine Siphon-Quelle, ist nicht so wichtig, aber das ist die einzige Quelle in 5 Kilometern Umkreis, die Quellwasser hat. Kein Zisternenwasser, sondern frisches Quellwasser, Gihon-Quelle, die einzige. Wenn jetzt die Priester aber sich hier in der Gihon, die mussten sich zum Tempeldienst mit Quellwasser waschen, mit lebendigem Wasser, wenn die sich jetzt hier in der Gihon-Quelle gereinigt haben und dann hier hochgelaufen sind, bis sie im Tempel hier oben waren, der hier irgendwo gestanden hat, dann haben die sich wieder verunreinigt. Das funktioniert nicht ganz. Was ich euch jetzt sage, ist eine Theorie und auch nur Archäologie, hat mit der Bibel eigentlich so nichts zu tun, aber spannend mal zu hören, könnt ihr im Internet, in YouTube, Bob Cornuk heißt er. Bob, B-O-B, Cornuk, C-O-R-N-U-K-E. Wenn ihr euch da informieren wollt. Der hat da was veröffentlicht zu und man vermutet, dass hier vorne der Tempelberg stand, hat man auch mit den Schriften von Flavius Josephus verglichen und hat gesagt, das hier, was wir hier sehen, das ist das römische Heerlager, das ist die Burg Antonia, weil die Abmessungen dieses Bereiches des Tempels genau die Abmessungen waren von einem Römerlager und zwar von Schottland bis nach Sizilien, waren die Römerlager alle so groß. Und es gab 2 große Legionen, die hier stationiert gewesen sind in Jerusalem. Eine hieß Apollinaris, das kann ich mir merken wegen dem Sprudel, die andere weiß ich nicht mehr genau. Die sollen hier stationiert gewesen sein. Heute sagt man aber, die Burg Antonia, die war hier hinten in der Ecke. Man findet aber gar keine Fundamente von dieser Burg Antonia. Also die Juden behaupten, hier hinten war eine Burg Antonia, wo man keine Fundamente hat. Und der Paulus wurde, glaube ich, mit 400 Reitern und Soldaten mal in der Nacht- und Nebelaktion ans Mittelmeer runtertransportiert. Ja? In diese Burg Antonia hier hinten, da hätte man vielleicht 600 Mann reingebracht. Das heißt, die hätten die ganze Burg Antonia leer geräumt, um den Paulus in der Nacht- und Nebelaktion, die haben sich ja verschworen, den Paulus zu töten, ja? 40 Leute. Und der Neffe von Paulus war ja wohl in den geheimsten Kreisen dort eingeweiht, wo dieser Meuchelmord vereinbart wurde, sodass der den Hauptmann dann warnen konnte. Und die haben den Paulus evakuiert aus Jerusalem. Und überlegt mal, die haben gesagt, um Himmels Willen haben die Römer gesagt, wenn dem Paulus was passiert, gibt es den dritten jüdischen Krieg. Ja? Paulus war nicht irgendwer. Würdet ihr, wenn ihr straffällig geworden seid, mit 400 Reitern irgendwohin evakuiert? Ich auch nicht. Wer war denn das Paulus? Paulus war jüdischer Hochadel. Das war Paulus. Paulus hätte das Zeug gehabt, zum hohen Priester zu werden. Und er wurde zum Wanderprediger. Überlegt mal. Ja, fast wie Mose. Ja, Mose hätte ja auch beim Pharao Karriere, und hatte ja, war ja ein Prinz, war ein ägyptischer Prinz. Vielleicht wäre er zum Gottkönig aufgestiegen in Ägypten. Ja, und tragen wir Schmach um Christi willen? Ach, ich glaube nicht. Paulus schon eher und Mose auch, ja. Aber Paulus wurde nachts mit größter Bewachung und größter Vorsicht und ich weiß nicht, wie viele Soldaten, ihr müsst mal gucken, ich glaube 400 Reiter und noch Leute mit Speeren dazu, dass bloß die Meuchelmänner den Paulus nicht killen. So eine Persönlichkeit war Paulus. Der hat uns das Evangelium gegeben. Ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr Christen seid, sage ich den Jungen und den Alten auch. Ja? Wir haben keinen Grund, uns zu schämen, im Gegenteil, wir haben überall, sind wir. Kaiser Wilhelm war auch Christ. Ja, habe ich auch in meinem Geschäft gesagt, in der Bank. Ich bin Christ, ja, und wir müssen uns jetzt schämen dafür. Mir hat dann jemand gesagt, was, du bist Christ, ja? Sag ich, bin Christ und glaube allem, was in der Bibel steht. Der hat mich ausgelacht. Graue Haare, also stattlicher Mann. Der hat mich ausgelacht und hat gesagt, da muss ich meinen Kindern erzählen, du glaubst alles, was in der Bibel steht. Das habe ich auch noch nie gehört. Sag ich, wieso? Das ist so ein Quatsch, das ist so ein altes Buch, da kann man doch nicht glauben, was in der Bibel steht. Sag ich, hast du die Bibel schon mal gelesen? Sag ich, was steht denn im Römerbrief? Ja, weiß ich jetzt nicht. Aha, sag ich, und was steht im Epheserbrief? Weiß ich auch nicht.
Sag ich, okay. Und du spottest über mich? Du kennst die Bibel gar nicht. Was sind da die 5 Hauptthesen im Kolosserbrief? Ja, keine Ahnung. Sag ich, genau, gibt's auch gar nicht. Ja? Ja? Seid nicht schüchtern. Ja? Wir dürfen schon mal ein bisschen kess sein. Fragt mal zurück. Wenn einer spottet über euch, fragt mal zurück, was ist denn Sinn in deinem Leben? Ihr werdet nichts hören. Ja, ich will mal gesund bleiben, ich will mal Kinder kriegen, ich will mal dies, will mal das. Ihr könnt zurückfragen, sagen, wenn er krank wird, wenn er in 2 Jahren Krebs habt, was bleibt denn übrig von eurem Leben? Ja? Also wir dürfen auch mal ein bisschen kess sein, ein bisschen mutig sein für Jesus. Also, ja? Und wir sind in bester Gesellschaft. Paulus hier und so, ja? Wollte ich nur so einstreuen, ja? Das gehört ja. Ich habe eine Lieblingsfrage. Ja? Ich frage dann am liebsten immer, was haben denn Adam und Eva im Paradies gegessen? Und wisst ihr, wie die Antwort ist? Apfel. Also 99,9%, oder? Nein. Nein, ne? Dann sage ich immer, da steht gar nichts von einem Apfel. Das war vielleicht eine Feige oder so, ja? Ja? Und dann sage ich immer, ihr kennt euch gar nicht aus und ihr lacht über mich. Also so kann man das ein bisschen auch mal umdrehen und man kann auch mal ein bisschen kess sein für Jesus. Das darf man schon sein, ne? Wir rühmen uns ja auch der Hoffnung, die in Christus ist, ja? Wir kriegen ja auch oft genug auf den Backen gehauen, ja? Da dürfen wir uns doch schon mal rühmen. Ihr wisst, wie ich es meine, ja? Wir meinen nicht den irdischen Ruhm, aber Christen dürfen auch mutig sein. Gerade zur Zeit jetzt, die Leute haben jetzt Angst und sie sind froh, wenn die von Christen was hören über das Evangelium. Ja? Wir haben Grund zur Hoffnung. Okay, also viele sagen jetzt halt, dieser sogenannte Tempelberg, das ist eigentlich das Römerlager gewesen. Denn um 2 Legionen in Jerusalem stationieren zu können, inklusive Nachschub und Infrastruktur und Essen und so weiter, braucht man diese Fläche und die entspricht genau einem Römerlager. Die Juden spucken Feuer. Ja, wisst ihr warum? Bitte? Dankeschön. Das ist das Einzige. Ja, die beten auf der Rückseite dieser Mauer an. Und sie sagen, das ist die Klagemauer und wir beten am Tempel an. Dann wäre das die Toilettenwand eines römischen Militärbauwerks, wenn die Juden beten. Ich will da nicht spotten drüber, aber das ist wahr. Die haben kein Licht, die haben kein Heil, die haben keinen hohen Priester, die haben kein Opfer, die haben keine Reinigung. Denen fehlt alles das, was wir haben. Das fehlt Israel. Hosea 3. Ja? Jetzt sagen aber die Juden, wir wollen einen dritten Tempel bauen und der soll halt aussehen wie der Tempel von Herodes. Herodes war aber doch ein Edomiter, oder? Herodes war gar kein Jude. Also wollen die Juden einen Tempel bauen, den ein Edomiter gebaut hat? Also warum bauen die denn nicht den Tempel aus Hesekiel? Bitte? Ja, oder von Salomo, ja? Gut, von Salomo gibt es keine Pläne, Hesekiel ist zu groß. Aber dann nehmen sie halt den vom Herodes, ja? Versteht? Versteht ihr das? Das ist ein Drama. Und jetzt kommt das größte Drama noch dazu, dass die christlichen Pastoren, viele christliche evangelikale Pastoren sagen, ja, die Juden bauen den Tempel, weil da sind ja schon auch die ganzen Steine schon fertig und der Leuchter dieses Tempels ist schon fertig und die sind ja auch schon dabei, die Priesterschaft zu üben, dass sie wieder Opfer bringen können. Ja? Und die sagen das, weil das angeblich so in der Bibel stünde. Und die Bibelstellen schauen wir uns gleich nochmal an. Ja? Ich zeige euch mal das hier. Das ist das Tempelinstitut in Israel, the Temple Institute. Und das ist ein Institut in Israel, die gerne diesen dritten jüdischen Tempel wieder bauen wollen. Die sammeln seit 70 Jahren Geld für den jüdischen Tempel. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Geld da zusammengekommen ist? Es gibt messianische Juden, die sagen, messianisch-jüdische Pastoren, muss man sagen, die sagen, die können den Tempel 10-mal bauen von dem Geld. Aus China gibt es Leute, die verkaufen ihre Häuser dort und spenden das Geld, um den Tempel in Israel zu bauen. Und seit 70 Jahren sammeln die für den Tempel. Also gibt es ganz interessante Videos. Ich zeige euch mal auch noch was. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das ist der Chef des Tempelinstituts. Und das sind Opfervorbereitungen 2018. Da haben die in Israel
vor der Mauer der Stadt einen Altar aufgebaut, Priesterschaft auch schon eingerichtet. Ja? Also die werden schon mit den Priestergewändern versehen und haben dann dort auch ein Passahlamm geschlachtet. Und das war irgendwann um Weihnachten 2018. Manche messianische Pastoren sagen, das ist fake. Ja? Die wollen halt Geld generieren für ihren Tempelbau. Da haben sie schon einen Altar auch gebaut mit 4 Hörnern. Ja? Seht ihr, das ist aus, ganz grob aus Beton gegossen. Und haben dann dort auch ein Lamm geopfert. Er gehört auch hier zum Sanhedrin. Der Sanhedrin ist 2015 wieder gegründet worden. Das ist der Hohe Rat, der Jesus verurteilt hat. Der Hohe Rat ist der Sanhedrin und der ist 2015 wieder gegründet worden. Das ist einer der Mitglieder vom Sanhedrin. Wir leben in ganz erstaunlichen Zeiten eigentlich. Ja? Ist fast so wie früher. Ja? Kommt Jesus wieder? Also das sind ganz interessante Sachen, die sich da tun. Ich will das nicht zu lange machen. Ich wollte euch nur die Gesichter mal zeigen. Hier wird gerade geopfert. Hier kommt das Opferlamm. Da in dieser grünen Wanne ist dieses Lamm, das dann geopfert wird. Und er ist gut drauf. Er sagt, diese Opfer sollen für den dritten Tempel sein, aber es sind verrückte Zeiten. Und er sagt, ja, wir müssen weiterhin für Israel beten, für die jüdischen Leute beten und den Herrn darum bitten für Offenbarung und für Leitung für sie, damit sie sehen, dass Jesus gekommen ist und dass Jesus für ihre Sünden bezahlt hat auf dem Kreuz und dass sie Jesus annehmen müssen. Ich bin nicht besser auch als alle anderen Menschen, aber durch die Gnade Gottes bin ich hier und erlebe das mit und habe die Kenntnis von Jesus und würde sagen, dass wir eigentlich der Tempel Gottes sind, sagt er. Erinnert euch das an was? Sagt Paulus das mal irgendwo, dass wir der Tempel Gottes sind? Ja, oder? Ja, wir sind der Tempel Gottes. Er schreibt das im ersten Korintherbrief. Wann ist denn der erste Korintherbrief geschrieben worden? Ja, 50, 55 vor Christus, ja? Stand da der zweite Tempel noch? Ja, ne? Wann ist denn der zerstört worden? 70 nach Christus. Also Paulus schreibt so 15 bis 20 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, dass die griechischen Korinther ein Tempel Gottes im Heiligen Geist sind. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Rabbiner gesagt haben, dieser Paulus ist vollkommen plemplem. Ja? Der ist ein bisschen, hier ist doch der Tempel. Ihr könnt herkommen, ihr könnt ihn anschauen. Er ist aus Holz, wir opfern hier. Hier ist der hohe Priester, wir haben mehrere hohe Priester. Was faselt denn der Paulus von einem spirituellen, geistlichen Tempel bei den Goi in Griechenland? Könnt ihr euch das vorstellen? 20 Jahre später wussten sie, dass Paulus recht hat. Ja? Aber bis dahin war der Paulus eigentlich ein total verkannter Mann und man hat gedacht, das ist ein ganz schlimmer Irrlehrer, was der Paulus hier erzählt. Die Juden haben ihm vorgeworfen, du redest wider diese Städte und wider das Gesetz. Ja? Das war der Vorwurf an Paulus. Du redest wider den Tempel und wider das Gesetz. Diese beiden Sachen hat man ihm vorgeworfen. Heute wissen wir, dass Paulus recht hatte und eine Offenbarung Gottes hatte, die ihm gezeigt hat, dass das Evangelium zu den Heiden geht. Ja? Aber zu der Zeit haben die Pharisäer gesagt, hier ist doch Holz und Stein, ja, und du kannst sogar kommen und dir den Tempel anschauen. Das ist echt hier, mit deinen eigenen Augen. Ja? Und jetzt ist es so, dass viele Pastoren, ich rede ganz offen mit euch, ja, viele Pastoren davon reden, dass dieser dritte Tempel unbedingt noch gebaut werden müsse. Das ist der Dr. Roger Libby, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja. Aus der Schweiz, viele kennen ihn. Ich habe viel gelernt von ihm, hat sehr, 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 sehr viel Wissen, sagt aber auch, dass dieser dritte Tempel noch gebaut werden müsse. Also Roger Libby heißt er eigentlich, sagt, der dritte Tempel wird gebaut. Ja? Er sagt, die Phase, die wir heute haben, dass Israel ohne Tempel ist, wird ein Ende haben. Das sagt er ganz definitiv. Und das sagen viele. Also fast alle, die ihr hört, die über den dritten Tempel reden. Ja? Also so ist die offizielle Meinung. Und die Frage ist jetzt, wie kommt man da drauf? Ja? Ich habe euch das mal hier mitgebracht. Ich glaube, dass das gut zusammenpasst mit dem Thema Wiedergeburt Jerusalems, weil die Wiedergeburt Jerusalems ja sagt, dass die Stadt Jerusalem plötzlich ihre Priesterschaft hat. Und dieses Thema dritter Tempel ist für uns auch wichtig, weil wir nämlich heute genau dasselbe Problem haben,
dass nämlich die Pastoren sich mehr auf ihre Augen verlassen als auf Gottes Wort. Ja? Ich nehme die Pointe mal nochmal vorweg. Es gibt nur zwei Stellen im Neuen Testament, eigentlich ja, vielleicht drei, die von einem Tempel reden für die Endzeit. Ja? Eine Stelle ist in 1. Thessalonicher, wo der Paulus sagt, der Antichrist setzt sich in den Tempel. Ja? Da steht aber eigentlich, der Antichrist setzt sich in den Tempel Gottes. Ja? Es gibt eine zweite Stelle, Offenbarung 11, da wird Johannes gesagt, wird ein Messrohr gegeben und da wird ihm gesagt, misst den Tempel, misst den Altar, misst den Tempel, die darin anbeten, aber den Vorhof lass weg und so weiter. Und da steht auch, misst den Altar und den Tempel Gottes. Den Tempel Gottes. Ja? Wenn Paulus vom Tempel Gottes schreibt, meint er immer die Gemeinde. Ja? Und jetzt haben wir ein Problem, weil nämlich plötzlich im Thessalonischer Brief steht, dass der Antichrist sich in den Tempel setzt. Und dann sagt man, ja gut, also der Antichrist kommt in der Endzeit. Ja? Wenn der Antichrist sich in den Tempel setzt, dann muss ein Tempel da sein. Und wenn kein Tempel da ist, wir sehen ja keinen, müssen wir einen bauen. Wer baut den? Naja, damals haben ihn die Juden gebaut. Und jetzt ist ja Israel wieder da. Also werden die Juden wieder bauen. Aus Stein und aus Holz. Ne, umgekehrt. Stein und aus Holz, ja? Ja? Also man denkt jüdisch, irdisch gesinnt, mit diesen Augen. Und man sagt, naja gut, wenn zweimal in der Bibel steht, im Thessalonischer Brief, in Verbindung mit dem Antichrist und dann auch nochmal in der Offenbarung, dass ein Tempel da sein wird, der gemessen wird oder in den der Antichrist sich setzt, dann muss der ja gebaut werden irgendwie. Anders geht es ja nicht, ja? Und sagt dann, ja gut, die Juden werden den erstellen. Und wo? Naja, oben auf dem Tempelberg. Und der Tempelberg ist ja da, wo der Felsendom steht. So ist die Sichtweise, die man hat. Jetzt frage ich mal, angenommen, die Juden bauen einen Tempel. Stellt euch vor, die Juden würden noch einen Tempel bauen. Ob es so ist oder nicht, kann niemand sagen. Aber angenommen, es wäre so. Die Opfer, die dort in dem Tempel gebracht werden, gefallen die Gott? Nein. Warum? Opfer aller Opfer ist vollbracht. Christus. Ja? Ist das dann ein Tempel Gottes? Nein. Der hohe Priester, der dort eingesetzt werden würde in diesem Tempel, denn wenn die Juden einen jüdischen Tempel bauen, dann müssten die ja auch einen Priester dort einsetzen, einen hohen Priester. Würde dieser hohe Priester Gott gefallen? Oder könntet ihr diesen hohen Priester akzeptieren? Nein. Oder? Wir haben schon einen hohen Priester, Christus. Entschuldigung, wir sind selber der Tempel. Wenn ein heutiger Jude vom Tempelinstitut sich aus Gottes Gnade zu Jesus bekehren würde, würde der dann noch einen Tempel bauen wollen? Nein, oder? Der wüsste ja, dass er Gottes Tempel im Heiligen Geist ist und dass die Gemeinde Jesu Gottes Tempel ist, Tempel Gottes. Ja? Wenn die Juden also einen dritten, sogenannten dritten jüdischen Tempel bauen, wäre das dann ein Tempel Gottes? Nein. Was wäre das denn? Das wäre ein eigenwilliger jüdischer Tempel, aber kein Tempel Gottes. Kann man das verstehen? Das ist hart. Wenn das, Roger Libby hat das im Brustton der Überzeugung, das wird kommen. Wie kann er davon ausgehen, dass Paulus oder auch Johannes 90 nach Christus, als er die Offenbarung schreibt, für die Endzeit einen jüdischen Tempel voraussetzt, den Johannes dann als den Tempel Gottes beschreibt. Also ich kann das nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich kann das nicht verstehen. Ich zeige euch gleich noch das Problem, was dann da auftaucht, wenn man das dann so annehmen würde. Weder Paulus noch Johannes haben für die Endzeit einen jüdischen Tempel als Tempel Gottes bezeichnet. Immer wenn Paulus vom Tempel Gottes schreibt, schreibt er immer von wiedergeborenen Menschen oder von der Gemeinde Jesu in Gänze. Ja? Immer. Also wenn ihr eine Wortstudie in der Bibel macht, Tempel Gottes ist immer und allein und nur die Gemeinde Jesu, weil das Opfer ein für einmal gebracht ist. Wenn jetzt aber ein jüdischer Tempel gebaut werden würde, dann könnte der kein Tempel Gottes sein. Warum? Weil der ein Priestertum installieren würde, das bereits beendet ist.
das Priestertum Levis und Aarons, das aaronitisch-levitische Priestertum, ist vorbei. Von wem ist das denn abgelöst worden? Von Jesus. Entschuldigung, von euch? Ja, von uns? Genau, Jesus ist hoher Priester. Ja? Das heißt also, dass dieses Priestertum Aarons und Levis abgelöst worden ist durch die ewige Priesterschaft Jesu Christi. Kommt dann das aaronitisch-levitische Priestertum noch einmal? Nein, warum nicht? Weil sonst das Priestertum Jesu ja nicht ewig wäre. Er ist aber ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Ja? Das heißt also, dieses Priestertum Aarons und Levis ist ein für alle Mal abgeschafft. Beendet. Hebräerbrief, Hebräer 7. Wo das Priestertum sich geändert hat, muss sich auch der Gottesdienst ändern und auch das Gesetz ändern und auch der Tempel ändern. Wenn die Juden und die Menschen machen viele Dinge und natürlich wollen die Juden wieder ihren Tempel bauen, ja? weil der natürlich ihr Nationalheiligtum ist. Aber in der Bibel steht nichts davon. Die Bibel sagt das an keiner Stelle. Jesus sagt mal, brecht diesen Tempel ab und ich will ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er redete aber vom Tempel seines Leibes. Warum war denn Jesu Leib ein Tempel? Naja, da wo Gott wohnt, ist sein Haus. Ja? Da wo ihr wohnt, ist euer Haus. Da wo Gott wohnt, ist sein Haus. Gott wohnte in der Fülle in Christus, also war Christus sein Haus, sein Tempel. Der Leib Christi war ein Tempel Gottes, ein lebendiger Tempel. Ja? Und die Gemeinde Jesu, die ja mit Jesus zusammengehört, der Immanuel, eins in Christus, die ist auch natürlich geistlicher Tempel, Tempel im Geist. Deswegen schreibt Paulus das an die Korinther. Und die Pharisäer haben gesagt, Paulus, du bist ein Wirrkopf. Ja? Und entschuldigt, ich sage das ganz offen, Roger Libby sagt, du bist auch ein Wirrkopf, klein. Ja? Die bauen noch einen Tempel. Das ist ganz klar, der Tempel muss kommen. Nein, muss er nicht. Es kann sein, die Juden bauen noch einen Tempel. Was ich damit sagen will, ist, ich weiß es nicht. Vielleicht bauen die Juden noch einen Tempel, vielleicht bauen sie keinen, ich weiß es nicht. Wenn sie einen bauen, ist es auf keinen Fall der Tempel Gottes. Und es ist auf keinen Fall vorhergesagt in der Bibel. Das ist das, wo ich drauf hinaus will. Jetzt ist aber das Problem, dass der Paulus sagt, dass an der letzten Zeit der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt. Jetzt wird es schwierig. Ja? Denn wenn wir Gemeinde Jesu, wenn wir ein Tempel Gottes sind und der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, wie soll man das verstehen? Und jetzt hat die Theologie ein echtes Problem. Es gibt 2 Lösungen dafür. Die eine heißt, so sagt die Landeskirche, die sagt, ja gut, der Antichrist setzt sich in Form von falschen Lehren in die Kirche hinein. Ja gut, sage ich, aber der Antichrist ist eine Person, keine Lehre. Das ist das Kind des Bösen, der Mensch der Sünde, das ist ein Mensch. Das passt ja nicht mit dieser Auslegung der Landeskirche, ja? Dass man sagt, der Antichrist setzt sich halt, das ist ein Bild dafür, dass das sich in den Kirchen unchristliche Lehren breit machen. Aber es wäre vielleicht ein Deutungsversuch, aber es passt nicht mit dem überein, was der Paulus sagt. Jetzt bleibt das Problem bestehen. Jetzt gibt es noch eine Lösung, die sagt, naja gut, der Tempel Gottes ist der jüdische Tempel und da setzt sich der Antichrist rein. Die Juden bauen noch einen Tempel und der Antichrist setzt sich da rein, der betrügt dann Israel, setzt sich da rein, macht dann dort den schlimmsten Gottesdienst, den die Welt je gesehen hat. Dann kommt Jesus wieder, schafft den Antichrist beiseite, reinigt den Tempel und baut den dann aus zum Hesekiel-Tempel. Das ist Roger Libys Aussage. Baut Gott seinen 1000-jährigen Tempel auf einem jüdischen Tempel, der eigenwillig errichtet wurde, in dem der schlimmste Götzendienst der Welt ausgeführt wurde? Niemals. Der Tempel, der wird von Grund auf neu gebaut durch den Messias, durch Christus. Ja. Aber jetzt hat man ein Problem, weil beides passt nicht. Angenommen, man würde aber sich vorstellen können, dass Jerusalem wiedergeboren wird in der letzten Zeit. Ja? Dann wären die wiedergeboren sind in Jerusalem, wären dann ja Gemeinde Jesu. Ja, dann wäre ja jeder Einzelne von denen, der dort wiedergeboren wird in Jerusalem, ein Tempel Gottes. Genau,
Ja, wie die in Korinth. Naja, natürlich, noch mehr, weil denen die Verheißung geschehen ist. Dann wäre ja die wiedergeborene Stadt Jerusalem ein Tempel Gottes. Ja, aber ganz bestimmt, der Tempel wäre dann betriebsbereit, weil Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes und Altar ist alles da. Ja? Dann wäre ja die wiedergeborene Stadt Jerusalem ein Tempel Gottes. Genau. Hat Paulus das gemeint? Hat Johannes das gemeint? Misst den Tempel und den Altar und die darin anbeten, aber den Vorhof lass hinweg, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate. Plötzlich fängt es an, überall hat es seine Auswirkungen drauf. Ja? Könnte es sein, dass der Antichrist Jerusalem dann angreift und die dort Wiedergeborenen in der Stadt tötet? Das könnte sein. Dann würde sich der Antichrist also in den Tempel hineinbegeben und großes Unheil würde über sie kommen. Und Unheil, was bis in den letzten Winkel geht, sie werden nicht entfliehen. Dann würde sich der Antichrist in den Tempel Gottes setzen als ein Gott und sich dort aus und anbeten lassen als ein Gott. Ja? Der Kind des Bösen, der Mensch des Verderbens. Ja? Ja? Oh gut, ja genau. Daniel spricht davon, dass die Opfer abgetan werden. Ja? Das hängt damit zusammen. Das müsste man eigentlich mal, da müsste man sich ein bisschen Zeit nehmen für. Denn Daniel, in den letzten Versen in Daniel wird ja auch gesagt, dass dieser kommende Fürst Opfer und Speisopfer abtun wird und einen Gräuel der Verwüstung aufrichten wird. Ja? Und Jesus nimmt darauf Bezug in seiner Endzeitrede und sagt, wenn ihr lesen werdet vom Propheten Daniel, von dem Gräuel der Verwüstung, ja, wer das liest, der merke darauf, dann fliehe aus dem jüdischen Land, ja, und kommt nicht wieder in eure Häuser, sondern ihr flieht in die Berge. Wer im jüdischen Land ist, das bezieht sich nicht auf Europa oder Amerika oder China, sondern das bezieht sich aufs jüdische Land. Wann denn? In der Endzeit. Ja, da müsste ja Israel wieder da sein, genau. Da müsste Juda ja wieder da sein, genau. Warum denn Juda? Naja, weil Israel auseinandergebrochen ist, nicht Ephraim, Juda. Also der spielt alles in diese Themen rein. Und diesen Gräuel der Verwüstung, den Daniel beschreibt, den hat Antiochus Epiphanes angerichtet. Ja? Und im Jahr 168 vor Christus, wenn ich das richtig weiß, da ist Antiochus Epiphanes, ein Grieche, ein Seleukide, in die Stadt Jerusalem rein, weil, naja, egal, und hat dort in der Stadt ganz, ganz viele Menschen umgebracht und hat den Tempeldienst abgeschafft und hat ein Schwein auf dem Altar geopfert und damit den Altar verunreinigt und die ganze Stadt gemeuchelt. Gottesdienst verboten, Opferdienst verboten, alles. Und die Juden haben dann später das wieder eingerichtet und haben heute noch einen Feiertag, den sie dann feiern, wegen dieser Tempelweihe, die dann wieder neu war. Jesus am Tag der Tempelweihe auch hochgegangen in den Tempel, ja? Wird im Neuen Testament mal zitiert. Das heißt, diese Abschaffung des Opfers und Speisopfers hat Antiochus Epiphanes getan. Und Antiochus Epiphanes war einer der Nachfolgekönige aus dem Alexanderreich. Genau, ja. Daniel wird die 70. Jahrwoche damit beschrieben. Und das Spannende dabei ist, dass Antiochus Epiphanes 7 Jahre lang geherrscht hat. Und die 70. Jahrwoche, wie lange dauert? 7 Jahre, ja? 70. Jahrwoche dauert 7 Jahre. Wer es jetzt nicht so genau auskennt mit den Jahrwochen, möge das bitte verzeihen. Ich will nur kurz was zeigen. Der Antiochus Epiphanes, der hat 7 Jahre lang regiert. Und zwar von 171 vor Christus bis 164 vor Christus. Ja? Eigentlich hat er ein bisschen länger regiert. Und zwar, wenn ihr in Wikipedia guckt, von 175 vor Christus. Aber da war er nur Vormund für seinen Neffen. Ja, und dann hat er den Neffen irgendwann getötet, vielleicht auch nicht, bei Politik weiß man nie so genau, wer wen umgebracht hat, aber er hat zumindest davon profitiert und ist dann zum König geworden und hat dann 7 Jahre lang regiert. Und in der Mitte seiner Regentschaft hat er Jerusalem angegriffen und dort den Gräuel der Verwüstung angerichtet. Ja?
Und die 70. Jahrwoche, wo der Antichrist ist, die dauert 7 Jahre. Und in der Mitte der Jahrwoche kommt der Gräuel der Verwüstung. In der Mitte der Jahrwoche. Und Jesus spricht davon und sagt, das in der letzten 70. Jahrwoche, das ist genau das, was hier schon mal passiert ist und was in Daniel beschrieben ist. Und das, was in Daniel beschrieben ist, es wird sich da wiederholen. Aber dann liegt ja die 70. Jahrwoche vor der 69. und vor der 62. Weil in der 69. wurde ja Jesus gekreuzigt. Ja, da kommen wir jetzt sehr tief in so ein Thema rein, würde ich jetzt nicht unbedingt. Sonst wird es wirklich dunkel, aber ich habe Zeit, ich habe sonst nichts mehr vor heute Abend. Aber es ist richtig, ja. Aber wenn Jerusalem hier wiedergeboren wird, was auch ein Thema wäre, ich will mich aber nicht verzetteln jetzt so sehr, aber Jerusalem wird an einem Tag wiedergeboren, oder? In der Endzeit. Wir haben einen dritten Stichtag. Niemand weiß, mit welchem Datum die 70. Jahrwoche beginnt. Niemand weiß das. Roger Libby sagt auch, das sind 7 Jahre, ja, hier. Niemand weiß, mit welchem Ereignis die beginnt. Viele sagen ja, mit dem Bundesschluss des Antichristen mit Israel würde das beginnen. Warum? Weil der Bundesschluss eine Woche dauert. Einverstanden. Ja? Der Bund dauert auch 7 Jahre. Aber ich glaube, dass die 70. Jahrwoche taggenau mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems übereinstimmt. Und dann haben die, die dann in Jerusalem sind, ihren Dienst und in der Mitte der Jahrwoche kommt so ein Antiochos Epiphanes und tötet ihn. Dann ist das Opfer auch abgetan. Ich will euch aber nicht verwirren jetzt, weil das auch ein Thema hat, müsste man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ich glaube, dass in der Endzeit kein römisches Reich kommt. Ich glaube, dass in der Endzeit ein Antiochos Epiphanes wiederkommt. Ein Grieche. Warum? Weil Jesus sagt, der Gräuel der Verwüstung, der aufgerichtet wird, wenn ihr davon lest im Buch Daniel, wer das liest, der achte darauf. Das kommt wieder, sagt Jesus. Ja? Jesus sagt, in der letzten Zeit kommt etwas wieder, was im Buch Daniel schon steht. Und Daniel hat über diesen Gräuel der Verwüstung geschrieben und hat im Prinzip beschrieben diesen Antiochos Epiphanes. Ja, danke schön. Ja. Der hat den Antiochos Epiphanes hier beschrieben. Den Gräuel der Verwüstung, den Jesus für die Endzeit ankündigt, hat kein römischer General durchgeführt, sondern den Gräuel der Verwüstung hat der Antiochos Epiphanes durchgeführt, der ohne Zweifel im Alten Testament der Typus für den Antichrist überhaupt ist. Ja, das ist eigentlich unbezweifelt. Und in der Endzeit kommt eine Person auf, nach vielen, vielen Jahrhunderten, die dieser Urzeitlichen aufs Haar gleicht. Das ist derselbe. Ja, das ist Janusköpfig. Das ganze Daniel-Buch strebt hin zu dieser einen Person, Antiochos Epiphanes. Die ganze Prophetie von Anfang an strebt, das ist der Gipfel der danielischen Prophetie, die gipfelt in einem Mann, Antiochos, von dessen Leben beschrieben wird und die Bibel macht einen unmerklichen Sprung in die Endzeit, zu einem Endzeit-Antiochos. Das heißt, die ganze Daniel-Prophetie läuft hin auf diesen Mensch der Sünde, auf diesen Antichrist der Endzeit. Und der ist spiegelgleich nicht mit dem Cäsar in Rom, sondern mit einem Griechen. Wir lösen uns ein bisschen vom Konzept und unterhalten uns ein bisschen, oder? Ja. Ja, genau. Ja. Standbild in Daniel, ja? Goldener Kopf, Arme, oh, jetzt wird es schwer, Leib, 2 Beine, oh, große Füße hier, meine Fußgröße, oh, also ungefähr. Ist genau, ja? Ja, aber in der Bibel steht, es war schrecklich anzuschauen. Und das finde ich. Ja? Goldener Haupt, Babylon. Ja? Silberne Brust und Arme, Medo-Persien. Ja?
Medo, also erst kam Medien und dann kam Persien. Goldener Bauch und Seiten. Bronzener Bauch und Seiten. Das ist Bronze. Silber, Gold, Bronze. Alexander der Große. Ja? Jetzt wird es spannend. Was ist das hier? Jetzt bin ich gespannt. Römer, sagt man immer. Okay. Ja, also normalerweise sagt man zwei Beine, nämlich Ostrom und Westrom. Ja, dann kommen Füße, die sind gemischt, Eisen mit Ton. Und dann, jetzt wird es hart, dann kommen noch 10 Zehen. Das sollen Zehen sein. Ja, ne, habe ich auch gedacht, ja. Aber es ist schrecklich anzuschauen, ja. Das ja. Stellt euch vor, das Babylon liegt wo im Vorderen Orient? Zweistromland. Medo-Persien liegt wo? Vorderer Orient, Zweistromland. Griechenland liegt wo? Naja, Alexander der Große war Grieche, seine Hauptstadt war Babylon, sein Reich ging bis nach Indien, Indus, Vorderer Orient. Jetzt nehme ich die Beine und schiebe die 2.500 Kilometer weg nach Rom und stelle die in Europa hin. Ja? Was passiert mit dem Standbild? Es fällt um. Ich bin kein Theologe, aber Architekt, das weiß ich. Da macht mir auch keiner was vor. Und das, das wisst ihr auch, oder? Keine Fundamente. Kein Fundament. Ja? Wenn ich jemand die Beine unterm Leib wegziehe, der fällt um. Das macht man theologisch mit dem Standbild. Ja? Angenommen, wir nehmen jetzt die Beine und schieben die dahin zurück, wo der Oberkörper auch steht. Nur mal angenommen, ja? Damit die Beine unterm Leib sind. Würden wir dann in der Bibel was finden, was wir für die Beine nehmen können? Und sind das überhaupt Beine? Was steht denn in Daniel? Daniel 2, Vers 32. Seine Schenkel aus Eisen. Wie viele Schenkel hat ein Mensch? Vier. Zwei Oberschenkel, zwei Unterschenkel. Einverstanden? Ja? Wer folgte auf Alexander den Großen? Da folgten vier Diadochen. Vier Generäle folgten auf ihn. Vier Generäle, vier Schenkel. Ein Leopard mit vier Köpfen. Ein Ziegenbock mit vier Hörnern. Ein Alexander der Große mit vier Diadochen. Ein Standbild mit Schenkeln, mit vier Schenkeln für vier Diadochen. Sagt das Daniel ja? Dann können wir die Beine, die gar keine Beine sind, von Rom nehmen, von Europa und schieben die wieder zurück in den Vorderen Orient, unter das Standbild. Aber da gibt es noch eine. Nee, Rom war zuerst eine Stadt. Rom war ein Reich, ja. Genau, das fehlt. Das würde fehlen. Das ist, genau. Einheitlich waren, ja. Das fällt hier an dem Standbild dieses ja. Schicht. Ja. Und es ist, also ich will es auch nicht überfordern. Ja? Ich finde es sowieso interessant, dass Gott die Abfolge der Weltreiche wie einen menschlichen Körper ablaufen lässt. Das ist doch Humor, oder? Ja? Das ist doch erstaunlich, dass das geht. Ja? Babylon, Medo, Persien, Alexander der Große und vier Diadochen. Kassander, Lysimachus, Seleukos, Ptolemäus. Kassander und Lysimachus sind nicht so wichtig. Das ist heutige Türkei, Griechenland. Da rappelt es schon, als ob das wieder kommt. Seleukos und Ptolemäus war Syrien und Ägypten. Syrien. Ja? Nicht das heutige Syrien, sondern das biblisch-antike Syrien. Das würde ja bedeuten, dass wir hier zwei Schenkel haben, vier Schenkel haben mit den Diadochen. Ja? Was machen wir denn jetzt mit den Zehen? Weil es ist ja auch blöd, wenn meine Zehen im Vorderen Orient sind und umgekehrt, wenn mein Leib im Vorderen Orient, meine Zehen in Rom. Ich müsste die Zehen ja auch in den Vorderen Orient bringen, damit das Standbild komplett ist. Auch die Füße übrigens, ja? Aber lass uns mal bei den Zehen bleiben. Bisher heißt es ja immer, dass das Römische Reich wieder aufkommt und dass das Römische Reich aus 10 Staaten besteht. Das hört man überall, ja? Wenn jetzt aber die
Beine, die gar keine Beine sind, sondern Schenkel, wenn wir die plötzlich wieder in vorderen Orient schieben und unser Standbild so weit komplettieren und sehen, dass das in Daniel, die werden erwähnt hier. Die werden erwähnt. Im ganzen Buch Daniel wird nicht einmal das Römische Reich erwähnt. Genau, Bilder, ja, wo die Frage ist, wie darf man die deuten? Was wird denn erwähnt in Daniel? Babylon wird erwähnt, Medien, wörtlich Medien. Macht die Konkordanz auf, sucht Medien, Daniel findet ihr. Persien, Medo-Persien, Griechenland. Das erste Horn ist der König von Griechenland. Es steht wörtlich im Daniel, Griechenland wird erwähnt. Ja? Ammon, Moab, Libyen, Kusch, Äthiopien. Die werden alle erwähnt, aber das große Römische Reich, was da immer reingelegt wird, wird nirgends erwähnt. Aber gab es damals das schon? Ja, gab es Griechenland damals schon? Nee. Gab es Antiochos Epiphanes? Die Frage ist berechtigt, die Frage ist gut. Ja? Alexander den Großen gab es damals auch noch nicht. Griechenland war schon bekannt, ja, aber die ganze Sache bezieht sich eigentlich auf die Zukunft. Es ist noch schlimmer. Daniel erwähnt in seiner Prophetie, und ich möchte sagen, Gott erwähnt in Daniels Prophetie zwei römische Senatoren. Die kann man in Daniel identifizieren, die werden nicht namentlich genannt. Aber der eine ist Gibio Asiaticus und der andere ist Laenas. Es ist so, als ob Gott sagt, Leute, ich kenne sogar einzelne Senatoren aus Rom, aber ich meine Rom nicht. Versteht ihr, das Drama ist noch größer. Man kann den Laenas und den Scipio Asiaticus im Daniel, könnte ich euch jetzt zeigen, Daniel 8, Daniel 9 und Daniel 11 dann nachher, kann man die sehen, man kann die identifizieren in persona. Denn es kommen Schiffe aus Kittim und halten ja den Antiochos Epiphanes auf, davor Ägypten zu erobern. Und der von Kittim kommt, das war der Laenas und der war ein Jugend. Freund von dem Antiochos Epiphanes, führt jetzt aber zu weit. Ja? Man kann das sehen am Daniel. Aber das große Römische Reich sieht man nicht. Im letzten Kapitel in Daniel 11 werden diese Diadochenkönige, speziell die Ptolemäer und die Seleukiden, aufgezählt. Ja? Und zwar jeder Einzelne. Sodass die Bibelkritiker sagen, wenn das Daniel im Jahr 500, 550 vor Christus geschrieben hat, da gibt es Prophetie. Denn die Erfüllung dieser Diadochen war erst 300-400 Jahre später. Deswegen sagen die Bibelkritiker, das kann Daniel nicht geschrieben haben. Daniel 11. Ja? Sondern das ist Stück für Stück dazugefügt worden. Speziell Kapitel 11. Das heißt also, dass man in einer Nacht im Mittelmeerraum in allen Synagogen die Rollen aus dem Schrein geholt hat, die aufgeschnitten hat und mit Uhu da Daniel 11 reingeklebt hat. Das sagen die, ja? Ist vollkommen absurd. Es ist Quatsch, ja? Das würde man ja heute sehen an den Rollen. Man könnte es ja aufrollen, gucken, ach, guck mal, Daniel 11. Patex-Spuren haben sie noch da, Fingerabdrücke, ja? Hat man nicht. Das würde aber heißen, dass Daniel im Jahr 550 vor Christus schon von Antiochos Epiphanes und von den Diadochen geschrieben hat. Dann gibt es echte Prophetie. Wenn es echte Prophetie gibt, gibt es auch Gott. Na ja, natürlich. Ich habe da kein Problem und ihr auch nicht mit, ja? Ist Gottes Wort. Das Unglaubliche ist, dass Gott das große Römische Reich nicht erwähnt haben soll. Ja? Das war doch so groß. Jesus ist zur Zeit des Römischen Reichs getötet worden. Wie kann das sein, dass Daniel das nicht erwähnt? Ja, natürlich, wenn wir auf unsere Augen achten. Ja? Auf unseren Tempel. Ja? Dann ist das unglaublich. Wenn wir aber auf Gottes Wort achten, kriegen wir etwas anderes gezeigt. Etwas, wovon vielleicht Daniel sagt, dass in der letzten Zeit viele darüber kommen und sagen, ups, das ist ja ganz anders. Diese Auslegung, dass das Beine sind, kommt von Flavius Josephus, ein Jude im ersten Jahrhundert nach Christus. Wir Christen haben eine Daniel-Auslegung, die von einem Juden auf einen Juden zurückgeht, der gar nicht an Jesus geglaubt hat und auch Gottes Geist nicht hat. Allein das ist schon ein Ding, ja? Also gut, wir haben jetzt mal die Beine zurückgeschoben von Europa in den vorderen Orient, wo die anderen auch sind. Jetzt wollen wir aber auch die Zehen da haben. Jetzt hätte ich gerne Folgendes. Ich würde mir wünschen, dass die Zehen in der Bibel erwähnt sind, dass das Zehen Zehen sind,
dass diese zehn Zehen irgendwie mit diesen Reichen zu tun haben. Ja? Und weil wenn das Europa ist, dann müsste das Standbild ja schon 27 Zehen haben. Ja? Viele sagen jetzt, ja gut, Europa bricht jetzt gerade auseinander und dann kommen da 10 Zehen, aber es passt nicht, weil die Beine müssen hier stehen, die Beine müssen im vorderen Orient sein, die Beine, die Schenkel sind. Ja? Das darf man nicht vergessen, seine Schenkel aus Eisen. Und jetzt gibt es diese 10 Zehen und die kennt ihr auch alle. Die habt ihr alle schon gelesen in der Bibel. Weil Jesus, als er den Gadarener von seiner Besessenheit heilt, geht er in die Dekapolis, oder? In das Gebiet der 10 Städte, oder? Ja? Das Gebiet von 10 Städten, 10 Zehen, ein Tier mit 10 Hörnern, Dekapolis? Ah, das kann nicht sein, Dekapolis. Also zumindest Dekapolis, also ist schon mal hier im vorderen Orient, also das kann man sagen. Das war rechts vom See Genezareth, ja? Also östlich, da war so die Gegend der Dekapolis. Die Dekapolis war die finsterste Gegend, die die Juden kannten. Da gab es Schweinezucht, da gab es Dämonen. Jesus war da, das Land Zebulon, Naphtali hat ein großes Licht gesehen, sagt Jesaja. Ja? Und Jesus hat dort Licht hingebracht. Jesus hat sein Reich durchlaufen als König Israels. Ja? Und er war auch im Gebiet der 10 Städte. Und es wird dreimal in den Evangelien erwähnt, zweimal Matthäus und einmal Markus. Steht in der Bibel. Das Gebiet der 10 Städte. Die 10 Städte waren wie so eine Art NATO. Ja? Zwischen den Städten war Räuberland, die Städte selber waren befestigt und da waren so Landlords drin. Ihr kennt das aus dem Fernsehen, weißer Toyota mit einem Maschinengewehr obendrauf. Ja? Ist immer derselbe übrigens. Ja? Den fahren die immer dahin, wo die gerade filmen. Ist immer derselbe Toyota. Ja, also die Städte sind befestigt mit Sandsäcken und so muss man sich das vorstellen, so war das damals. Und wenn eine der Dekapolis-Städte angegriffen worden wäre, dann hätten die anderen 9 ihr geholfen. Und dieses Gebiet der Dekapolis gibt es in der Bibel und die Dekapolis-Städte sind alle seleukidischen Ursprungs. Alle. Da war ich platt. Ich hab danach gesucht im Internet. Und dann bin ich auf einen Professor Dr. Wenning gestoßen von der Universität in Münster. Der ist Theologe und Archäologe. Der ist die Koryphäe für die Dekapolis weltweit. Ist der Spezialist für die Dekapolis. Es gibt keinen, der besser Bescheid weiß wie der Deutscher. Ein bisschen stolz dürfen wir ja auch sein. Ja? Ja. Den habe ich angeschrieben und habe gesagt, Herr Professor Dr. Wenning, ich arbeite gerade an einer Auslegung zum Daniel, zu dem Standbild, und ich wüsste gerne, ob die Dekapolis-Städte irgendwie mit den Diadochen zu tun haben und ob die vielleicht ptolemäischer oder seleukidischer Herkunft sind. Dann schreibt er zu mir zurück, ja, Herr Klein, das ist doch Basiswissen. Ja? Oh. Von der Mende gegossen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber nett. Und ich bin morgens zu Anja, die Mail habe ich nachts um 3 Uhr gelesen. Irgendwann bin ich runter zu meiner Frau und sage, Anja, der Professor Wenning hat mir geantwortet. Guck mal hier, der hat geschrieben. Ja? Und da habe ich natürlich direkt zurückgeschrieben. Sag, können Sie mir helfen? Von wem stammen die denn ab? Der hat das Mitte der 80er Jahre festgestellt. Und bis Mitte der 80er Jahre hat man gedacht, die Dekapolis-Städte wären alle römischen Ursprungs. Aber der Wenning hat halt tiefer gegraben und hat überall griechische Münzen gefunden und Säulenfundamente und Kapitelle und Prägungen. Und der hat festgestellt, dass die Dekapolis komplett von den Diadochenkönigen, speziell von den Seleukiden, abstammt. Alle. Und das ist natürlich spannend. Weil dann hätten wir jetzt ja plötzlich 10, die im Nahen Osten sind, im Vorderen Orient, die in der Bibel erwähnt werden, die von denen hier kommen und die unser Standbild komplett machen. Das ist also nicht von der Hand zu weisen. Ja? Das heißt also, dass die ganze Rom-Theorie Schall und Rauch ist. Und ich habe letztens mit dem Theologen gesprochen, Waldemar Weiß ist, dem habe ich kurz erzählt. Ja? Und der hat zu mir gesagt, ja, Herr Klein, da haben Sie recht. Auf Alexander den Großen ist nicht das Römische Reich gefolgt. Alexander der Große ist 300 vor Christus gestorben. Und das Römische Reich ist erst nach Antiochos Epiphanes, im Jahr 168 vor Christus, hat es im vorderen Orient Raum gegriffen. Dazwischen war nichts. Oder da waren die Diadochen.
die Geschichte weiß das. Und der sagt zu mir, diese Meinung, dass auf Alexander den Großen das Römische Reich gefolgt wäre, hier mit zwei Beinen, das ist eine Minderheitenmeinung, die gilt nur innerhalb unserer evangelikalen Kreise. Aber unter den Archäologen und auch bei den Historikern ist das bewiesen. Und das kann ja auch jeder von euch nachlesen. Ja? Alexander ist gestorben im Jahr 330 vor Christus, 32 vor Christus. Danach sind seine vier Diadochen dran gewesen. Und der letzte große Diadochenkönig war Antiochos Epiphanes. Der ist 168 vor Christus von Laenas, dem römischen Prokurator und späteren Senator, nach Hause geschickt worden. Und dann hat das Römische Reich erst angefangen. Hier, also hier kommt noch Antiochos Epiphanes als letzter Großer. Und dann kommt Rom, genau. In welchem Gebiet? Palästina, Israel. Relativ spät, ja, ja. Relativ spät, ja, ja. Wenn wir Daniel folgen, kommen wir von Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Diadochen, Dekapolis. Dann wäre die Linie alexandrinisch, diadochisch, seleukidisch, antichristlich. Ja, versteht ihr die Linie? Versteht ihr jetzt, warum Jesus sagt, wer im Propheten Daniel liest, dass der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, nämlich von Antiochos Epiphanes, wer das liest, der achte darauf. Warum? Weil das wiederkommt. Das kommt wieder, nicht Rom. Der kommt wieder. In der Wiederholung. Der wiederholt sich. Ja? Und dann steht unser Standbild. Jetzt kommt aber ein Stein. Ja? Ein Fels. Wo kommt denn der her? Von einem Gebirge. Und er schlägt das Standbild wohin? An die Füße. Dieser Fels ist Christus. Der schlägt das Standbild an seine Füße und das ganze Standbild zertrümmert, pulverisiert. Und dieser Fels Christus wird ein Berg, der die ganze Erde füllt. Und so wird das Reich der Gemeinde Jesu gegeben werden und nicht mehr von ihr genommen werden, sagt Daniel zum Nebukadnezar. Und die Deutung ist richtig und wahr. Punkt. Und dann setzt er sich. Junger Mann damals, 16, 17. Ja? Nebukadnezar sagt zu Daniel, bist du es, der mir das Standbild deutet? Warum? Weil der so jung ist. Ja? Andere junge Leute im Alter sind mit dem Moped rumgefahren. Der hat dem Nebukadnezar das Standbild gedeutet. Daniel hat dasselbe gesehen wie Nebukadnezar im Traum. Ja? Okay. Deswegen konnte er es ihm erklären. Ja? Ja? Also wir würden jetzt sehen, dass diese beiden Beine, die aus Eisen sind, die sind keine Beine und die sind nicht Ost- und West-Rom, sondern die müssen auch im vorderen Orient sein. Und da steht seine Schenkel aus Eisen. Daniel 2, Vers 30. Könnt ihr nachlesen in der Bibel. Seine Schenkel aus Eisen. Ich habe das Deutsche Bibelinstitut in Stuttgart angeschrieben und habe gesagt, also bevor man solche Videos macht, ich habe auch ein Buch geschrieben darüber, ich will nicht prahlen, ja, ich sage euch das nur so. Bevor man das schreibt und sich auf so ein Terrain begibt, muss man sich schon absichern. Weil da kriegt man ja rechts und links um die Ohren gehauen, ja. Und ich habe den Dr. Wenning angeschrieben und habe dem Professor Wenning und habe dem gesagt, ob er mir helfen könnte, eine Karte zu zeichnen für die Dekapolis. Und er hat mir geholfen und wir haben im Bibelinstitut in Linz, in Österreich, haben wir eine Karte gemacht über diese Dekapolis-Städte, wo man die auch sehen kann. Erzähle ich euch noch später noch mal was zu. Also der war ganz nett mit mir und ganz freundlich. Und dann habe ich gesagt, würden Sie bitte die Freundlichkeit haben und eins meiner Videos angucken zu dem Standbild von Daniel. Und das hat er gemacht. Ich war platt, der ist ständig in Palästina unterwegs und ein vielbeschäftigter Mann, der hat sich das dumme Video von mir angeguckt. Und da hat er geschrieben, hat gesagt, Herr Klein, die Wissenschaft kommt nur, ist ein Wissenschaftler, ja? Herr Klein, die Wissenschaft kommt nur voran, wenn man die Thesen mutig vertritt. Aber was Sie da sagen, ist richtig. Da habe ich natürlich wieder meiner Frau am Frühstückstisch gezeigt. Könnt ihr euch vorstellen, was die aushalten muss, ja? Mutig, oder wie? Ja, ja, also ich war vielleicht war es ihm zu schüchtern noch, vielleicht hat er gesagt, gib noch mehr Gas, ja.
Aber ich habe zu ihr gesagt, also von meinen evangelikalen Freunden kriege ich immer so viel Widerstand oder Nullreaktion. Ja, auch von Roger Liebig, ich habe den 5-mal angeschrieben auch. Ja, oder Gassmann, wir kennen uns ja. Ich kenne ein paar andere Theologen. Und so ein katholischer Theologe, der Fachmann für die Decapolis überhaupt ist, der hilft mir, eine Karte zu machen und schreibt mir solche mutmachenden Sachen. Ja? Und dem habe ich auch ein Buch geschrieben, habe auch im Buch reingeschrieben, hat Professor Dr. Wenning mir geholfen bei. Das ist die Keule, ich bringe euch ja auch was mit. Ja? Das darf man nicht einfach nur so sagen, das muss man ja belegen. Also das kommt von der Koryphäe der Decapolis überhaupt weltweit, ihr findet sonst keinen. Ja? Und bezüglich der... ich hatte noch einen anderen Theologen im Kopf, den ich euch noch erzählen wollte, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Seine Schenkel aus Eisen steht im Standbild, ja? Da habe ich jetzt dann mich in Kontakt begeben mit dem Stuttgarter Bibelinstitut und habe die angeschrieben und habe gesagt, ich arbeite an dem Standbild vom Daniel. Das sind die Leute, die die Lutherbibel in Deutschland übersetzen. Ja? Das sind Sprachwissenschaftler, die können Hebräisch, Aramäisch. Da gibt es eine bestimmte Dame, die mir gut ist und die hat mir dann auch geantwortet. Ich habe gesagt, das hier steht im Aramäischen Schock, seine Schenkel, Schock. Ist das Schenkel Singular oder Plural oder Dual? Ja, Eltern ist dual, gibt es nur einen Doppelpack, ja? Eltern, wie im Deutschen. Ja? Es gibt nicht ein Eltern oder vier, gibt's auch nicht. Glaubt man wahrscheinlich mittlerweile auch. Ja? Aber wir wissen, es gibt nur Eltern. Ja? Also, und es gibt auch Schenkel, im Aramäischen gibt es als ein Schenkel oder ein Paar von Schenkeln oder viele Schenkel. Und die sagen, der Dual und der Plural sind ineinander aufgegangen, das kann man nicht mehr unterscheiden. Aber es steht dort Schockschenkel. Sage ich, steht denn Oberschenkel oder Unterschenkel dort? Sagen die, gibt es keine Unterscheide, steht nur Schenkel. In der Schlachterbibel wird Oberschenkel übersetzt. Aber das steht da nicht, da steht Schock, Schenkel. Das kommt aber vom Schlegel, Schwäbisch. Und der Schlegel beim Hühnchen ist immer der Oberschenkel, weil am Unterschenkel ist ja nichts dran. Ja? 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 Und deswegen, das ist wahr. Ja? Und beim Hühnchen, der Schlegel beim Hühnchen ist immer der Oberschenkel. Und deswegen, ich will da nicht zu weit gehen, ja? Aber da steht nur Schock, da steht nicht Oberschock oder Unterschock. Ja? Und man darf das nicht übertreiben. Man muss das so grob lassen, wie das. Auf diesem Standbild baut der ganze Daniel auf. Alle Kapitel in Daniel müssen hierhin zurückgeführt werden. Ja? Gott gibt hier einen ganz groben Ablauf der Weltgeschichte ohne Details. Und in Daniel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 geht es bis in letzte, wird es ausziseliert bis zum Schluss, bis zu diesem Antiochus. Und das ist noch ein grober Überblick. Ja? Jetzt guck mal, jetzt kommt der Stein, der schlägt das Standbild an seine Füße und wird selber zu einem ganz großen Stein. Jetzt war ich bei Lothar Gassmann zu Hause, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der macht auch viel über so Sachen. Ja, und dann habe ich gesagt, wohin schlägt denn der Stein das Standbild? Ja, an seine Beine. Jetzt sage ich, das sind keine Beine, das sind Schockschenkel. Und außerdem schlägt der Stein schlägt das Standbild an seine Füße. Nein, das stimmt nicht, an seine Beine. Nein, sage ich, an die Füße. Dann hat ein Freund von ihm eine Bibel geholt, hat es nachgelesen. Also der Stein schlägt das Standbild an die Füße. Ja? Es ist aber so, wer sind denn jetzt die Füße? Die Ausleger sagen, ja, das sind zwei Beine, Ostrom und Westrom, und in der Endzeit kommen 10 Zehen, Europa mit 10 Staaten, ja, und dann kommt Jesus wieder. Sag ich, okay, und wer sind die Füße? Wissen sie nicht. Sie wissen das nicht. Weil die Auslegung nicht stimmt. Warum? Weil die hier hinten glauben, dass das Rom ist. Die sind an der falschen Baustelle. Ja? Ich hatte mal einen Freund, der hat Häuser gebaut und der hat mal ein Haus aufs falsche Grundstück gebaut. Also ein Keller, weiter ist er nicht gekommen. Ja? Und das war ein Neubaugebiet und die Grundstücke waren alle unbebaut und er hat angefangen auszuheben, hat den Fertigkeller da reingestellt und dann kommt jemand und sagt, was machen Sie denn hier? Ich sage, wie, was machen Sie denn hier? Ich baue ja ein Haus. Das ist ja mein Grundstück. Und er sagt, oh, ehrlich? Und guckt auf den Plan und der hat sich einfach vertan. Der Baggerfahrer hat da ausgehoben und die haben angefangen zu bauen. Ja? Und so ist es mit der Rom-Theorie. Die sind auf der falschen Baustelle. Ja? Und die verstehen das aber nicht hier. Und viele, ich habe einen Theologen, der war Professor für Altes Testament. Und ich habe den angeschrieben und gesagt, sei so gut, schau dir da doch mal an, was ich hier geschrieben habe und schieß mal dagegen. Ja? Ich habe da kein Problem mit. Wenn ich mich geirrt habe, korrigiere ich mich. Mach das mal kaputt. Und dann sagt er, ja gut, also die Beine sind ja Ost- und Westrom.
Ja, sag ich aber, Winfried, die Beine stehen dann ja in Europa und der Torso steht ja im Vorderen Orient. Naja, sagt er, es sind ja Beine, vielleicht sind die nach Europa gelaufen. Theologe, Originalton. Ja? Dann sage ich, ja, Winfried, es ist aber ein Standbild und kein Laufbild. Ja? Ich meine, hallo, was ist denn das für ein Level, wo man da spricht? Das sind ja, ist ja Gottes Wort, sind ja Texte, wo man ein bisschen mehr bringen muss als das. Vielleicht sind sie auch nach Indien gelaufen oder wo sind sie denn hingelaufen, die zwei? Meine Beine laufen nicht dahin, wo sie wollen. Ja, die bleiben schön bei mir und eure ja auch. Ja? Und das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben die Beine, die übrigens Schenkel sind, ja? Die haben wir aus Europa zurückgeholt, dahin, wo der Torso ist. Das steht. Ja? Und jetzt haben wir sogar noch die Dekapolis-Stätte gefunden. Und jetzt können wir in der Bibel zeigen. Und diese 10 Dekapolis-Städte, die ändern sich nicht mehr. Es kommt eine Neo-Dekapolis in der Endzeit. Das wird sich auch wiederholen. Es wird alles wiederkommen, was in der Bibel steht. Ich glaube, dass Trump hat seine Pläne und Putin hat seine Pläne und der Xi hat seine Pläne und der Kim Jong-un und alle haben ihre Pläne. Aber Gottes Plan kommt. Und wenn das anfängt zu laufen, werden wir Christen, und ich sage das in aller Bescheidenheit, die einzigen sein, die noch Licht haben. Warum? Weil die ganze Welt, speziell der Nahe Osten, sich so ändern wird und plötzlich so dastehen wird, wie es in Jesaja steht und wie es zur Zeit Jesu war und so, wie die Schrift es vorweg sagt. Das wird uns selber so erstaunen, dass die Bibel sich buchstäblich, wörtlich erfüllt. So sehr vertraue ich der Bibel. Ja? Jesus sagt, kein Tüpfelchen vom I wird fallen. Das ist ganz, ganz zuverlässig. Das muss man nicht wissen, um in den Himmel zu kommen. Das ist mal interessant. Ja? Aber es ist heilsnotwendig. Ja? Das ist mal so, um zu sehen, wie genau die Bibel ist, wenn man sie ein bisschen auf den Prüfstand tut. Die mit der Rom-Theorie können nicht erklären, wer die beiden Füße sind. Ich sage Folgendes. Auf Alexander den Großen folgen 4 Schenkel, Diadochen, und 2 von denen kommen in der Endzeit wieder, kleiner und schwächer, weil keine Schenkel mehr, sondern nur noch Füße. Seleukus, Seleukiden, Syrien im Norden von Israel und Ägypten, Ptolemäus im Süden, die kommen wieder, klein, schwach. Einer davon wird schnell groß, aber am Anfang ist er noch klein und schwach, Fuß. Weiter in die Details zu gehen würde, ja? Ja. Was war damals mit den Füßen gemeint? Ja, das ist so eine Lesart, die evangelische Kirche lange gehabt hat. Ja? Weil die Frage ist ja, also ich glaube, dass dieser Stein erst in der Endzeit kommt, weil der zertrümmert alle Weltreiche. Und da warten wir noch drauf. Also wir haben spanische Weltreich, portugiesische Weltreich, russische Weltreich, sogar ein deutsches mal ganz kurz, ja? Also ich glaube, dass das noch kommt. Ja? Und dass hier ein Sprung ist, ja? Ein zeitlicher Sprung zwischen den Diadochen, wo der letzte der Antiochus war, und dem, was in der Endzeit kommt. 70. Jahrwoche hat auch einen Sprung. Israel sich befinden, diese 10, ja. Habe ich gedacht, du willst jetzt auf Juden und Israel 10. Aber so. Ja. Okay. Aber okay. Nee. Wer weiß, was passiert, ja? Bitte? Dass die Zehe noch dichter bei den Füßen sind. Ja, genau. Ja, ist ja in diesem Gebiet irgendwo, ne? Aber ja, das, genau, ja. Ich glaube, dass das buchstäblich wiederkommen wird so. Genau. Genau. Wir haben Gold, Silber, Bronze, Eisen, Metalle, oder? 4 Metalle. Was haben wir denn noch? Ton, super. Und was haben wir noch? Ja, Ton. Ein Stein. Und wo kommt der Stein her? Vom Berg. Vom Gebirge, vom Berg. Christus, der Stein, kommt vom Reich Gottes, vom Himmel herab und zerschlägt das alles hier und wird König der Welt.
Mit wem als Priestertum? Mit euch. Interessant auch, Stein auf Hebräisch, Evan. Okay. Und Ev, also auf, ist Vater. Ja. Ben, Sohn. Okay, gut, ja, gut. Also wir hätten vier Metalle. Wir hätten ein Gebirge, ja, das Reich Gottes. Wir haben einen Stein, der von dort kommt und der das Steinbild zerschlägt. Und wir haben noch Ton. Denn Füße und Zehen sind Eisen mit Ton gemischt, oder? Ja? Wenn das hier Diadochen sind, Seleukiden und Ptolemäer und Antiochus ein Seleukide war, das Seleukidenreich Syrien ist und Syrien sich mit Ton vermischt, könnte es vielleicht sein, dass das Gottes Reich ist, das ist Christus und der Ton ist Israel. Dann würde das aber heißen, dass Israel mit Eisen vermischt ist. Das würde heißen, Israel ist vermischt mit einem Seleukiden. Ja. Syro-Ephraimitischer Krieg. Wisst ihr das noch? Syrien ist Eisen. Ephraim ist Ton. Syro-Ephraimitischer Krieg war doch Jesaja 7, oder? Ja, die haben doch da Jerusalem angegriffen. Ja, das kommt hier wieder. Israel wird in den Bund gehen mit wem? Mit einem Antichristen, aber nicht mit dem römischen Antichristen, sondern mit dem syrischen Antichristen. Eisen. Eisen wird mit Ton vermischt sein. Sie werden sich vermischen nach Menschengeblüt. Es geht also um Völkerschaften. Israel und Syrien werden einen Bund schließen, einen ephraimitisch-syrischen Bund, syro-ephraimitischer Krieg. Das ist alt, was ich euch erzähle. Das ist eine alte Geschichte. Die ist für euch vielleicht neu, weil ihr jetzt nicht so in den historischen Themen drin seid. Aber von innerhalb im biblischen Zusammenhang ist das eine ganz alte Geschichte, die ich euch erzähle. Die geht ganz weit zurück. Jesaja, Jeremia, 5. Mose, 4. Mose, Richterbuch, ganz weit. Und von dort entwickelt. Es ist immer dieselbe Geschichte, die erzählt wird. Immer dieselbe, wie es in der Offenbarung. Es ist immer dieselbe Geschichte. Aber so gesehen, Juden und Aramäer, die Syrer, sind eigentlich die Laban. Sind die eigentlich Verwandtschaft? Ja. Ja, wir Christen aus den Heiden sind Nutznießer einer nahöstlichen Familienstreitigkeit. Okay. Ja, denn die Semiten sind nicht nur die Juden, sondern sind auch die Iraner und die Iraker und die Syrer und Jordanier, das ist alles Sem. Ja, und weil die sich untereinander so gestritten haben und zum Schluss ihren eigenen Gott verworfen haben, der sie besucht hat, deswegen haben wir zum Heil gefunden. Das ist richtig, ja. Ja. Also es taucht plötzlich eine ganz andere Perspektive vor uns auf, wo wir sagen, wir schieben jetzt die Beine, die ja Schenkel sind, wieder zurück dahin, wo sie hingehören. Wir finden plötzlich diese 10 Zehen, die in der Bibel, in der Dekapolis auch plötzlich auftauchen. Wir finden, dass hier Eisen mit Ton gemischt ist. Ton gehört zum Felsen, der Fels gehört zum Gebirge. Ja? Christus der Fels, aber Israel weich, formbar, da steht eigentlich Erde, Lehm, Schmutz, also kein feiner Töpferton, sondern verschiedene abwertende Begriffe. Warum? Weil dieses abgefallene Nordreich Israels, weil Israel sich teilt, in einen Bund geht mit dem hier, mit einem Seleukiden, mit einem Syrer. Syro-Ephraimitisch, Ephraim und Syrien. Das ist der Syro-Ephraimitische Krieg. Deswegen sage ich, das ist eine alte Geschichte, die ich euch erzähle. Eigentlich ist die römische Geschichte da drauf gepfropft worden und vollkommen neu. Warum? Weil Rom im Alten Testament ja nirgendwo vorkommt. Vor Daniel. Oder? Gibt es Rom in Jesaja? Nein. Da gibt es Assyrien, Babylon, das gibt es alles. Ägypten. Aber Rom in Jesaja? Nein. Aber der Engel kommt doch zu Daniel und sagt, ich bin gekommen, um dir zu sagen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht, oder? Dann sagt also der Engel Daniel, ich bin gekommen, um dir etwas zu sagen, was schon in älteren Büchern als Daniel schon steht, nämlich in Jeremia und in Jesaja und in Richterbuch. Und, versteht ihr? Das heißt, der Engel muss ja dem Daniel etwas sagen, was schon älter ist als das Danielbuch. Also muss unsere Auslegung von Daniel auch auf ältere Teile der Bibel wieder zurückgehen. Und das tut's auch. Müsste man sich Zeit nehmen für. Den Antichrist findet ihr auch sonst noch im Alten Testament.
Kennt ihr Doeg? Doeg, der die Priesterschaft getötet hat? Von Nob, genau. Ja. David war versteckt. Er war ja geflohen vor Saul, hatte das Schwert noch, glaube ich, von Goliath mit dabei, hat sich dann beim Priester versteckt. Irgendjemand hat ihn verraten. Der Doeg war eingesperrt dort irgendwo. Doeg war Edomiter aus Edom. Ja. Und der verrät dem Saul, wo der David ist. Und der Doeg tötet die Priesterschaft im Tempel. Ja. Genau. Und der Antichrist tötet auch die Priesterschaft im Tempel. Welche denn? Den wiedergeborenen Überrest. Weil das ist ja Priesterschaft im Tempel, haben wir da eben gesprochen von, wisst ihr noch? Versteht ihr das Thema Wiedergeburt Jerusalems? Das zieht sich überall durch. Überall ist es eingewebt. Und der Engel kommt zu Daniel und sagt, ich bin gekommen, um dir zu sagen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Also in dem Kanon, der bis zur Zeit Daniels schon da war. Daniel hat doch in Jeremia gelesen, oder? Dann gehörte Jeremia doch zur Bibel Daniels. Dann gab es damals schon einen Kanon, eine Zusammenstellung von Schriften. Ihr könnt es in Daniel 9 auch sehen. Denn Daniel merkte in den Schriften auf die Zahl der Jahre. Ja? Welchen Schriften? In dem Kanon, der bis Daniel da war. Und in dem Kanon, das heißt in älteren Schriftteilen, müssen diese Dinge schon drin gewesen sein. Und dem trägt man Rechnung, wenn man das hier als Schenkel ansieht und das alles im Vorderen Orient belässt und diese Rom-Theorie beiseite tut. Ja? Natürlich, also ist eigentlich unglaublich. Aber so wird es passen. Aber es taucht was ganz Neues für uns auf. Und dann sieht man, dass die ganze Daniel-Prophetie hier auf diesen Antiochus Epiphanes sich fokussiert. Der ist der Nukleus. Und von dem springt die Endzeit, springt Daniel in Daniel 11 auf den Antichristen. Und die beiden hier, die sind deckungsgleich. Und deswegen sagt Jesus, achtet auf den Gräuel der Verwüstung, den hat nämlich der angerichtet. Und Jesus sagt Matthäus 26, achtet auf das, was Daniel geschrieben hat von Antiochus Epiphanes, denn das kommt wieder. Nicht Rom, der kommt wieder. Der und der sind gleich. Und der ist ein Syrer. Ja? Wir werden prüfen, ob das so stimmt. Macht das. Ich bin dankbar dafür, wenn ihr das prüft. Ich freue mich ja, dass ihr so geduldig zuhört da, ja? Das heißt, alles, was mit Rom zu tun hat, Europa, Vatikan beispielsweise, Vertreter von, wie siehst du das in der Bibel oder generell, wie Menschen? Also, ich glaube, dass Gott mit Israel so lange Geduld hatte, bis sogar schon die Römer im Land waren. So ist meine Sicht. Ach so. Okay. Ja, versteht ihr? Eigentlich hat die Geschichte mit Antiochus Epiphanes aufgehört im Alten Testament. Die Heilsgeschichte Gottes hat hier mit Antiochus aufgehört. 164 vor Christus war hier Schluss. Und dann wartet Gott, bis die Zeit erfüllt war und er seinen Sohn gesandte, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Dann kommt Jesus. Und so lange hat Gott noch gewartet mit Israel, bis dann sogar die Römer schon im Land waren und diese alexandrinisch-diadochisch-seleukidische Sicht im Nahen Osten vollkommen verschwunden ist. Das war sehr stark im Nahen Osten. Oder? Ja? Frage, wie heißen jüdische Gotteshäuser? Synagogen. Ist das Hebräisch? Nee. Ist Griechisch, oder? Synagogeia. Gemeinde heißt es, Versammlung, Zusammenkommen. Ja, Moment mal, jüdische Gotteshäuser haben einen griechischen Namen? Ich denke, die wollen noch einen Tempel bauen, die müssen doch alles hebräisch machen, oder? Die Rabbiner, die strunzen doch immer damit, dass sie so gut hebräisch können und wir halt nicht. Und ihre Synagogen heißen Synagogen griechisch? Naja, natürlich, weil die ganze Welt damals griechisch war, sogar das Judentum war griechisch. Ja? Die jüdischen Eiferer damals, die hießen Sikarier. Und die anderen hießen auch irgendwie Zeloten. Zelotes, Eiferer, ist griechisch. War eine jüdisch-nationalistische Organisation. Und die haben sich griechisch genannt. Ja klar, weil der Alexander und speziell der Antiochus alles griechisch gemacht hat im Nahen Osten. Sogar die Juden waren alle Griechen. Die haben ja sogar ihre Beschneidung wiederhergestellt und in Jerusalem ein Gymnasium gegründet, auch griechisch, und haben dort Olympische Spiele abgehalten in Jerusalem. Es war alles griechisch. Das Neue Testament ist nicht in Latein geschrieben, oder?
Ja, aber Jesus ist doch zur Zeit der Römer gestorben. Wieso ist denn das nicht in Latein geschrieben? Weil das Griechische so stark war. Das Griechische war das Vorherrschende. Eigentlich hätte man doch erwarten sollen, dass unser Neues Testament in Latein überliefert worden ist. Ja? Die Römer waren doch Herrscher. Und das wurde auch dort gesprochen, Latein. Nein, die haben das in Griechisch geschrieben. Paulus unterteilt die Welt in zwei Kategorien, die Juden und auch die Griechen. Warum? Weil alle Welt griechisch war. Ja, versteht ihr? Das war big, groß, Griechenland. Griechische Philosophie, griechische Schmuddeleien, griechische Könige, Alexander, Diadochen, Seleukiden, Antiochus Epiphanes. Ja? Das war vorherrschend dort. Und deswegen heißen die Synagogen Synagogen. Und das kommt wieder. Das heißt, dieses Syrien ist nicht das heutige Syrien, sondern das biblisch antike Syrien, was praktisch zurückgeht auf die Seleukiden und die Seleukiden auf die Diadochen und die Diadochen auf Alexander. Ja, genau. Ja. Ein Ziegenbock, ja, mit einem großen Horn. Ja. Ja. Besser geht's halt nicht. Also Ziegenbock mit einem großen Horn, ja? Das große Horn zerbricht und dann werden aus dem großen Horn werden vier kleine Hörner, ja? Und an einem dieser vier Hörner kommt nochmal so ein Horn. Das ist das große Horn, das ist der König von Griechenland, sagt Daniel wörtlich. Der erste König, exakt, ja? Der Ziegenbock ist der König von Griechenland und das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Dieses große Horn zerbricht und vier ansehnliche Hörner kommen. Wieso vier? Naja, wegen vier Schenkeln. Vier Diadochen. Kassander, Lysimachus, Seleukus und Ptolemäus. Und aus einem dieser Hörner kommt ein kleines Horn. Und dieses kleine Horn ist wer? Der Antichrist. Das kleine Horn in Daniel ist der Antichrist, oder? Ja, und wem, auf welchem Tier wächst dieses kleine Horn? Auf dem Ziegenbock. Und nicht auf einer Wölfin. Nicht auf Rom. Auf dem Ziegenbock. Und Ziegenbock ist griechisch. Und das ist ja, was ich euch sage. Alexander, Diadochisch, Seleukisch, kleiner Horn. Da ist es die Linie. Und das zeigt uns auch der Ziegenbock. Und es wird euch verschwiegen. In Daniel 7 kommt ein kleines Horn zwischen 10 anderen Hörnern. Ein kleines Korn kommt zwischen 10 anderen Hörnern. Ja? Das kommt dazwischen auf. Und hier wird gesagt, das ist der Papst in Rom und der kommt in Europa auf und übernimmt Europa. Ja? Das ist so die Rom-Theorie. Oder Roger Libby sagt, das hier ist der Diktator aus dem Westen, der irgendwann kommt und der halt das 10 Staaten Europa beherrschen wird. So hört es immer. Ja? Aber dieses kleine Horn, was wir hier haben, dieses kleine Horn, das ist dasselbe wie das hier hinten. Das ist ja auch ein kleines Horn. Und es heißt in Daniel 7 kleines Horn und in Daniel 8 auch. Aber die Ausleger sagen, in Daniel 7 ist es der Papst oder der Diktator aus dem Westen, der den 10-Staaten-Bund Europa übernimmt. Und die sagen, in Daniel 8 ist dieses kleine Horn ein anderes Horn als das hier. Warum? Weil in Daniel 8 klar ist, dass das kleine Horn ein Ziegenbockhorn ist. Und der Ziegenbock war doch der König von Griechenland und kein Römer. Ja? Das heißt, und weil das widerspricht in ihrer Auslegung, weil sie hier auf der falschen Baustelle sind, deswegen verschweigen sie euch das hier. Ich glaube aber, dass Daniel das kleine Horn hier und das kleine Horn hier immer dasselbe sein muss. Ja? Sonst kann man Daniel ja nicht auslegen. Und das kleine Horn hier ist ein griechisches kleines Horn, denn es wächst auf einem der vier Hörner und es kommt vom Ziegenbock, vom Alexander. Ja? Und hier haben wir 10 Hörner, Dekapolis, und zeitweise gehörte zur Dekapolis Damaskus. Ganz komisch. Damaskus ist 150 Kilometer entfernt von der Dekapolis. Ja? Aber trotzdem ist ein kleines Horn zwischen den 10 Hörnern mal aufgekommen. Das, was die Bibel uns sagt, gibt es historisch alles schon mal. Jetzt machen wir aber Schluss, sonst verwirre ich euch. Ja? Also ich finde das interessant. Wir haben ja nur gesagt, hier, wir haben
Schenkel statt Beinen und wir schieben die eigentlich dahin, wo der Rest auch ist und dann kommt unser Standbild. Unser Standbild steht, Entschuldigung, ja? Also unser Standbild steht und es steht auf einem guten Fundament. Weil das, was ich euch hier zeige, geht zurück bis Jesaja 7, Vers 14, Syro-Ephraimitischer Bund, Eisen mit Ton. Und ich könnte euch das auch im Richterbuch noch zeigen. Ja? Ich könnte auch noch weiter, wenn man will, kann man in 5. Mose, 4. Mose, Landnahme. Denn die Dekapolis liegt auf dem Gebiet des Stammes Manasse. Ja? Der Stamm Manasse ist ja nicht eingezogen ins Land. Ja, ist es ja auch jordanische, praktisch. Genau, ja? Vor Jordan, ne? Genau, ja? Totes Meer, Jordan, Segenezareth, Totes Meer und Jordan. Hier ist Jerusalem. Ja? Die Dekapolis, die war hier. Ja? Und hier sind die ganzen, hier sind die Stämme eingewandert, hier ins gelobte Land. Hier, das war alles Israel. Ja? Und Manasse war hier. Das ist Manasse. Und das östliche Gebiet von Manasse ist auch das Gebiet von der Dekapolis. Und ist auch Gilead, die Dörfer Gileads, die Zeltstädte Gileads liegen auch hier. Das ist eine ganz alte Gegend, um die immer schon gekämpft wurde, von Syrien. Genau. Ja. Wenn hier ein Herrscher herkommen würde, wäre das ja auch ein Tier aus dem Land, oder? Und dann wäre der in Damaskus hier oben, der hier sitzt, der Damaskus, der wäre ein Tier aus dem Meer. Das ist nämlich ein Nationenmeer, Griechenland. Und der wäre aus dem Land Israel. Wir sehen das heute nicht, aber das gehört zum Staatsgebiet Israels. Hier ist der halbe Stamm Manasse. Das ist Stammesgebiet. Ja? Und du hast es eben gesagt, aus dem Gebiet kam Pekach, ja, und hat in Samaria den König Pekach ja überwältigt. Und die haben zusammen mit Syrien im Syro-Ephraimitischen Krieg Jerusalem angegriffen. Das ist alles immer eine Geschichte. Ja? Ist jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander. Ist immer eine Geschichte. Und diese Rom-Theorie, die wird da reingetragen und die macht alles durcheinander. Die macht euch durcheinander, macht euch kaputt, das geht auch nicht auf. Wir wissen nicht, wer die beiden Füße sind. Ja, ihr Standbild hat 27 Zehen. Ja, ihr Standbild hat zwei Beine, von denen die Bibel nichts sagt. Also das ist eigentlich vorbei. Und es gibt keine Bibelstelle in Daniel, die das Römische Reich erwähnt. Damit ist das hinfällig. Und einer hat mich gefragt wegen Europa. Also viele sagen ja, dass, also ich glaube, dass Europa in dem Sinn keine große Rolle spielt. In Europa wohnt Jafet. Jafet wohnt in den Hütten Sems. Ja? Ja? Das heißt, wir haben Sem beerbt, wenn man so sagen will, in dem Segen. Europa ist so gottlos geworden, dass das nicht mehr lange steht. Ich glaube, das fällt zusammen. Ich glaube, heute leben wir in einem ausgehenden römischen Reich, das zusammenbricht. Wir leben mittendrin, mitten in diesem Zusammenbruch. Der soll auch sein, der ist geplant, das ist gewollt von Kräften, die man nicht mit Namen nennen darf. Das ist geplant von der Hure Babylon, darf man aber nicht nennen heute. Das, was wir erleben, ist lange geplant und wir sind mittendrin, wie Europa auseinandergebrochen wird. Das wird zerstört. Und dann kommt etwas ganz, ganz anderes auf. Ein Tier kommt auf aus dem Meer, wo alle staunen, oder? In der Offenbarung. Aber wenn dieses Endzeittier Rom ist, staunt doch keiner, weil alle warten auf Rom. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das Römische Reich zerbricht und wo im Nahen Osten plötzlich ein Tier aufkommt, wo wir sagen, Moment mal, das haben wir doch im Daniel gehabt. Müssen wir doch mal drauf achten, was wir da lesen, ja? Dann gehen wir zurück zur Schrift und suchen da. Da kommt was ganz was anderes. Da kommt ein Tier, Offenbarung 13, taucht aus dem Meer auf. Das war wie ein Panther, wie ein Bär und wie ein Löwe. Erinnert ihr euch daran? Ja? Aber die Reihenfolge in Daniel ist Löwe, Bär, Panther. Umgekehrt. Warum umgekehrt? Weil Gott die Zeit zurückdreht. Versteht ihr? Er dreht die zurück hierhin. Da, wo sie schon mal war. Deswegen, wenn ihr eure Bibel kennt, ihr müsst nur die Bibel aufmachen und sagt, boah, da war doch was. Und dann habt ihr Licht, haben wir Licht für die letzte Zeit. Prophetie der Bibel geschieht so, dass Gott Antike nimmt und die Antike in sein Wort Gottes aufnimmt und mit prophetischen Ausblicken versieht. Ja? Und dann wissen wir, was kommt. Und Europa
geht den Bach runter, glaube ich. Manche fragen mich und sagen, was ist mit Europa in der Endzeit? Da sage ich immer, also vielleicht sieht Europa bei Jesu zweitem Kommen so aus wie bei Jesu erstem Kommen. Viel Wald. Wir haben viel Schuld auf uns geladen. Ja, in unserer Gottlosigkeit. Nicht, dass wir gegen Jesus wären. Er ist uns egal. Gegen Jesus zu sein, heißt noch Jesus ernst zu nehmen. Aber vollkommen egal. Es ist in der Schule, wo ihr seid, an der Arbeitsstelle, wenn man Deutsche auf Jesus anspricht, es ist doch peinlich den Menschen, oder? Es ist, die gehen peinlich weg. Wenn man, Gott kann man ja noch, aber Jesus ist doch peinlich. Es ändert sich gerade, weil alle gerade so eine Angst haben vor Corona. Ja? Aber mit einem Moslem kann ich besser über Jesus reden als mit einem Christen oder mit einem Deutschen oder mit einem Europäer. Das ist leider so. Ich versuche das immer, wenn ich Muslime treffe, rede ich immer mit denen über den Glauben. Und einer hat zu mir gesagt, ich habe auch Bibel. Ja, meine Mutter war Christin, ich komme aus Marokko, mein Vater ist Muslim. Also mit denen kann man ganz offen, aber wenn du einen Deutschen auf Jesus ansprichst, der hat das J-Wort gesagt, ja, da schämt sich jeder. Das wird Gott uns nicht vergeben. Gott drängt sich niemandem auf. Wenn wir Gott nicht wollen, geht Gott. Und das Evangelium geht wieder heim, da wo es herkam, nach Jerusalem. Und da wird es seinen Abschluss finden. Ja? Haltet, was ihr habt, dass niemand eure Krone nehme.